Sebastian und Ben haben 36 Wohneinheiten in einem Jahr gekauft, 3.000 € Cashflow aufgebaut. Die unglaubliche Geschichte ist in Hildesheim passiert. Wir waren vor Ort, gehen den kompletten Bestandsaufbau mit den beiden durch, der im letzten Jahr passiert ist, in 4 Teilen. Das hier ist Teil 4 von 4 und wir sprechen da jetzt über die Wohneinheiten 21 bis 38, die aufgebaut wurden. Und wir sprechen zuerst dann aber, das ist eben ja auch nötig bei dem Thema, über Finanzierungsstruktur und Risiken, die damit einhergehen, wenn man einen solchen Bestand aufbaut. Ja, und dann darüber, dass sich genaues Hinschauen lohnt und wie die beiden in einer Teilungserklärung ein Problem gefunden und dann so gelöst haben, dass dadurch ein Deal überhaupt erst möglich wurde. Und dann lernt ihr das bisherige Meisterstück der beiden kennen, das größte Haus, und der Deal ist erst ganz frisch und ganz aktuell sehr, sehr spannend. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Wir sind zurück, Teil 4 mit Basti und aber auch mittlerweile eben mit Ben. Ihr investiert gemeinsam in Immobilien. Ihr habt in den letzten knapp 12 Monaten 3.000 € Cashflow aufgebaut. Wir haben 18 Wohneinheiten bereits durchgesprochen in Teil 1 bis 3. Insgesamt sind es 38 mittlerweile, zumindest sind die letzten gerade im Ankauf. Das geht rasant schnell vorwärts bei euch, alles irgendwie mindestens Cashflow positiv. Und bevor wir jetzt uns das nächste Mehrfamilienhaus anschauen, was ihr euch dann gekauft habt, lasst uns vielleicht einmal kurz so ein bisschen nochmal wieder über Finanzierung und auch Risiken sprechen. Wie ist das denn in Summe jetzt finanziert? Also wir haben es ein paar Mal angeguckt, die sind schon teilweise 100, teilweise 115% finanziert. Ja, wir sind ja hier in Niedersachsen, das heißt, wir dürfen uns darüber freuen, 5% Grunderwerbsteuer zu haben. Und deswegen sind wir immer bei 113% dann mit den Nebenkosten. Und ich habe aber, wie gesagt, meine ersten Wohnungen alle komplett finanziert. Die Banken machten das auch gerne mit. In dem Moment fand ich das auch gut. Wenn man wachsen möchte, ist das nicht so gut in Summe. Dadurch, dass ich ja aber ein paar Wohnungen sehr günstig gekauft habe, passt das in der Gesamtheit. Ich habe jedoch immer relativ hohe Tilgungssätze genommen. Also ich habe bei den ersten Wohnungen immer so ungefähr 2% Zinsen gehabt und 2,5 bis 2,8% Tilgung. Okay, das rückt natürlich den Cashflow auch nochmal in ein anderes Licht, ne? Weil du baust signifikant Vermögen auf zusätzlich, ne? Richtig, genau. Und die Banken haben es natürlich auch ein bisschen vorgeschrieben. Also ich in meinem Alter brauche schon 2,25% Tilgung, damit das noch mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie passt. Wie alt bist du eigentlich? Mein 37. Siebenmal, Genau, mein Kollege reicht auch 1,0%, glaube ich. okay. Mit 21, Ja, ja. die Tilgung, ja. Und das war auch das Schöne bei der Wohnung, die wir zusammen gekauft haben, dass da für die Bank auf einmal 2% Tilgung gar kein Problem mehr war. Weil sie ja quasi einen bis zur Rente haben, der das dann noch abzahlen könnte. Kannst ja noch Ob das jetzt puckeln. nun so Sinn macht oder nicht, bleibt ja dahingestellt. Aber ich habe die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, welcher Tilgungssatz ist der richtige? Das ist ja so eine magische Frage, die man ja pauschal nicht beantworten kann. Und ich habe für mich einfach gefunden, ich möchte immer 4 bis 4,5% Gesamtbankrate haben. Umso günstiger der Zins, umso mehr Tilgung mache ich dann einfach, damit ich dann ein bisschen Substanz halt eben auch anschaffe und die Bank einfach das auch mitmacht. Und ja, die Bankendarlehen haben das auch mitgemacht. Jetzt sagen die schon, wir machen nur noch 100%. Und Die gucken sich aber schon dann auch langsam wahrscheinlich das Portfolio an. Ich meine, wir reden über einen Zeitraum von 12 Monaten, also da ist nicht viel passiert, aber wenn du eben sagst, unter Marktwert teilweise eingekauft, dann muss die Bank natürlich auch eine Bewertung ja vornehmen. Das kannst du aber jetzt noch nicht gemacht haben, ne? Aber du wirst das perspektivisch dann irgendwann mal machen. Auf jeden Fall, ich habe ja meine eigene Bewertung, die teilt die Bank natürlich so nicht, die sehen Ja, immer die Vermögenszuwächse anders. Aber also die Beleihungswerte, die die errechnen, das sind ja eh interne Zahlen. Und das Einzige, was der Banker gesagt hat, sie wachsen aber ganz schön schnell. Das war so der Satz, habe ich gesagt, ja, das stimmt, das ist auch gar nicht so beabsichtigt, das ergibt sich Die einfach. kommen, die Ne? Immobilien, ich kann nichts Ja, machen. man geht vor die Tür und nein, also ist es schon. Wir gucken extrem viele Angebote an, wir rechnen die alle durch, wir drücken manche gleich weg und sagen, das rechnet sich nicht, weil die Preise sind auch in Hildesheim ja angekommen. Also wir haben jetzt Quadratmeterpreise, 2.000 € war schon extrem viel letztes Jahr noch. Jetzt werden 2.200, 2.500 teilweise gezahlt, also das ist auch schon angekommen. Und bei der Bank dauert das immer noch ein paar Jahre,
Aber die Verschuldungsquote wird mir ausgerechnet und wie das alles zusammenhängt. Die fordern Unterlagen jetzt auch an. Also der Jahresabschluss wird schon mal im März angefordert jetzt. Das kannte ich sonst auch nicht. Ab bestimmten Grenzen sind die Banken halt eben auch zu verpflichtet und machen die auch. Aber wir sind ja auch ständig im Gespräch mit den Bankern und sprechen da auch drüber. Und von daher gesehen wissen die auch, dass das ordentlich läuft. Weil du es gerade sagtest, wie viele Stunden Akquise die Woche oder würdet ihr sagen, steckt ihr da rein? Mal so, ne? Ja, Aber das geht jetzt nicht mit einer Stunde die Woche wahrscheinlich. nee, nee, nee. Nein. Nein, also es ist ja schon so, ich meine, man hat seine Apps auf dem Handy, da kriegt man die neuen Angebote, es scannt die dann gleich Macht ihr durch beide parallel? und dann, ja, so. Okay. Letzte Frage zum Finanzierungskomplex. Jetzt bist du also irgendwo bei über 100% Beleihung aufs Gesamtportfolio wahrscheinlich. Schläfst du ruhig in Sachen Zinsänderungsrisiko nach wie vor? Also Zinsänderungsrisiko, der Crash steht im nächsten Jahr bevor, was man nicht alles hört. Ist immer eine Frage, wie man das in der Gesamtheit auch bewertet. Also das Zinsänderungsrisiko ist für mich nicht entscheidend, weil ich die ersten Wohnungen alle über 10, 15 Jahre gemacht habe, teilweise mit einem Bausparvertrag gekoppelt, was ich damals noch gut fand. Heute nicht mehr so, aber das ist ein Prozess, den man lernt dann auch. Ich habe aber die ganzen Wohnungen auch mit unterschiedlichen Laufzeiten alle. Wir haben jetzt aktuell 3 Jahre Zinsbindung gemacht. Da war der Zinssatz dafür extrem gut, weil ich nicht glaube, dass die Zinsen in den nächsten 3 Jahren hochgehen. Ich hoffe, das tritt auch so ein. Es hängen ja mehrere Konstrukte damit zusammen und deswegen ist das Zinsänderungsrisiko für mich nicht so entscheidend. Wir haben auch alle Wohnungen, die wir jetzt gekauft haben, die kaufen wir auch ausgewählt. Wir haben ganz viele abgelehnt, wo manche wahrscheinlich gesagt hätten, oh prima, würde ich mich Sofort, drüber freuen. Wir haben aber gesagt, die muss ich jetzt rechnen mit einem Cashflow, der ungefähr positiv ist oder halt eben auch ein bisschen mehr ist. 3.000 Euro klingt toll, aber das ist kein Geld, was wir benutzen, sondern das ist Rücklagen, die wir anlegen. Die GmbH kostet Strukturkosten und so weiter. Und man muss ja auch bedenken, die haben eine Menge Eigenkapital reingebracht. Das heißt, das fließt dann ja so teilweise wieder zurück, aber als Rücklage zum Vermögensaufbau. Und das ist da. Das ist die Substanz dafür. Wir haben hohe Tilgungssätze, damit wir von dem Risiko auch runterkommen. Das freut die Bank. Das macht sie auch bemerkbar, indem sie auch ein neues, großes Objekt mitfinanziert. Und weil die sehen, wir haben eine anständige Kontoführung. Die Renovierungskosten passen, die wir haben. Und deswegen sind unsere Immobilien an sich schlüssig. Die Mieten laufen ja. Wenn die Immobilienpreise runtergehen, das ist eigentlich eher so meine Bedenken. Wenn es jetzt doch schwieriger wird, dann gehen die Immobilienpreise runter und die Bank möchte eine Nachbelagerung haben. Das ist ein Risiko, was ich sehe und wo ich so ein bisschen Angst vor habe. Auf der anderen Seite ist es dann aber so, habe ich einen hohen Tilgungssatz, arbeite ich quasi Monat für Monat dagegen. Und die Immobilienpreise runtergehen, klar, aber jetzt hast du ja nicht, du hast ja jetzt nicht München zu 8.000 Euro den Quadratmeter gekauft, sondern im Schnitt hier irgendwie bei 1,3, 1,5 oder was, ne? In Hildesheim, wo ich persönlich denke, der Effekt kann gar nicht so extrem eigentlich sein, der dann zu einer Nachbelagung führt. Ne? Okay, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einmal nach Holle. Holle Da mit ist O. nämlich Holle, die Hölle, genau. Holle mit O. Da sind nämlich eure nächsten 6 Einheiten in Form eines Mehrfamilienhauses. Und das hättet ihr eigentlich nicht gekauft, dann hätte es euch beinahe jemand aus dem Immocation-Team weggekauft. Und deshalb habt ihr es doch gekauft. Ja, so kann man es eigentlich Sehr gut, bezeichnen. fahren wir hin. Die Geschichte von Sebastian und seinen Immobilien ist schon wirklich beeindruckend. Ich glaube, wir dürfen sagen, wir sind auch ein bisschen stolz, dass das mit großer Hilfe der Immocation Masterclass passiert ist. Wenn auch du Lust hast, an diesem Programm teilzunehmen, in dieses Netzwerk zu kommen, dann haben wir sehr gute Nachrichten für dich, denn es gibt wieder Plätze. Ja, und zwar genau 200 Plätze für die Immocation Masterclass 2020. Wenn du dabei sein willst, die Bewerbungsphase ist jetzt für kurze Zeit geöffnet. Geh auf immocation.de/masterclass. Es gilt übrigens First Come, First Serve. Das heißt, wenn du 2020 dein nächstes Immobilienlevel erreichen möchtest, mit unserer Hilfe, mit der Masterclass, dann bewirb dich bitte jetzt. So, wir sind jetzt draußen in Holle. Das ist euer zweites gemeinsames Mehrfamilienhaus. Hier sehen wir es. Wunderschön steht es da. Ja, es Dann steht. erzählt mal, wie kam es zu euch? Ja, durch ImmoScout haben wir es gefunden. Ja. Die Zahlen haben gestimmt und wir dachten, wir gucken uns das mal an, sind hergekommen, eine Besichtigung gemacht, die dann erstmal ein bisschen abschreckend war. Es war noch ein bisschen, also für mich besonders, also wir sind reingegangen, haben uns die ganze Wohnung angeguckt und ich sage mal, man könnte hier eine Reality-Show drehen. Es war ein bisschen
spezielles Vermüllter, ein bisschen sehr unordentlich, viel Rauch. Also nicht Schimmel. So gepflegt. War ein bisschen abschreckend. Schimmel war auch da. Ja. Schimmel war da, ja. Weil da einmal geraucht wurde darunter, unter der, da wo Sofa war. Was war der Quadratmeter Kaufpreis? 550 Euro. Ja. Aber also, am Ende. Aber am Ende, da kann ich gleich noch was zu sagen. Dann. Am Anfang war es ein bisschen abschreckend. Das war vor der Masterclass für mich, logischerweise auch für dich. Mhm. Ich hatte damals noch deutlich weniger Wissen als Basti. Für mich, ich bin da reingegangen, da waren die Zahlen erstmal im Hintergrund. Ich bin reingegangen und dachte, oh, nee. Das ist mir zu viel und auch mit dem Wissen, was wir damals hatten, dachten wir so, also ihr habt die Immobilie das lohnt sich nicht. Wir haben sie angeguckt und zwar abschreckend, so auf dem ersten Blick, weil wir dachten, mit unserem Wissen, was wir haben, wollen wir das erstmal noch nicht machen, sondern vielleicht später mal so ein Projekt, aber erstmal haben wir gedacht, lassen wir das. Dann haben wir es auch relativ schnell eigentlich vergessen. Ne? Ja. Und dann hatten wir die Masterclass und haben unser Einzelcoaching gemacht. Also ihr habt es abgesagt? Wir haben es abgesagt, ja. Genau. Und haben auch nicht mehr drüber nachgedacht und ja. Und dann waren wir in der Masterclass, hatten das Einzelcoaching. Live-Event, genau. In München. Bei Markus Rehkugler war das. Ja. Und wir brauchten irgendein Thema und dann dachten wir so, die Zahlen haben gestimmt, aber wir wussten nicht, wie wir das mit unserem Wissen so, ob das zu viel sein könnte oder ob sich das wirklich lohnt. Zu viel, weil so viel zu renovieren, zu viel zu tun, und zu viele Risiken, zu viele Fragen, die wir einfach hatten. Und deswegen was waren die größten Bedenken? Also es war irgendwas mit einer Wasserleitung, die kaputt war. Es waren 4 Wasserschäden in den letzten 5 Jahren, also schon ordentlich. Wow, das Haus ist 100 Jahre alt und die Fassade sieht jetzt auch viele nicht so schön aus. Ja. Genau. Man, ja. Mhm. Ja. Und die Mieterstruktur ist halt eben auch nicht die tollste. Wir sind hier in einer kleinen Gemeinde, also auch nicht in einer aufstrebenden Stadt, sage ich mal. Und das so alles rundum war für uns halt eben so ein bisschen, weiß ich nicht, ob wir uns das schon zutrauen. Okay. Genau. Und dann haben wir es mit Markus Rehkugler eben durchgesprochen. Und seine Reaktion war eigentlich, wenn ihr es nicht nehmt, dann nehme ich sofort. Was fragt ihr mich hier überhaupt? Was hat er gesagt? Warum? Weil das würde mich die Zahlen waren zu gut. Und er meinte... Cashflow positiv. Wir haben 955 Euro Cashflow positiv im Monat. 9,2. Okay. Aber erst jetzt, also wir hatten zu dem Stand war es noch ein bisschen schlechter. Genau. Mhm. Da war nämlich, das war inseriert für 320.000. Mhm. Ein Jahr vorher sogar für 450.000, da hat sich keiner gemeldet, da wurde es dann runtergesetzt auf 320. Und wir sind dann nach Hause gefahren, haben nochmal alles durchgecheckt. Aus München nach Hause, Markus hat gleich gehabt. Wir dachten so, okay, er hat ja schon recht, so, wir gucken uns das nochmal an, die Zahlen haben gestimmt. Haben nochmal drüber nachgedacht, haben dann gedacht, es ist immer noch kein besonders schönes Objekt und wir hatten immer noch ein bisschen unsicher und dann habe ich zu Basti gesagt, so gib einfach mal ein freches Angebot ab. Für 250 würden wir es nehmen. Und dann hat er gesagt, 250? Nee, 200. Ich habe 250 so, gesagt, okay. Dann meinst du, wenn wir auf 250 kommen wollen, dann bieten wir jetzt 230. 230 geboten und dann hat sie geschrieben, die Verkäuferin, für 250 machen wir einfach. Okay. Und ja, es war echt ein Schnäppchen. Wann war der beim Notar? Juni, ne? Also Juni. Im Anfang Juni. Mai war unser Live-Event. Wir sind ja den Sonntagabend mit dem Zug zurückgefahren, haben währenddessen alles besprochen, Montag gleich den Makler angerufen, morgens um 9. Und im Juni saßen wir beim Notartermin und die Eigentümerin hat das geerbt von ihrem Vater. Der ist verstorben, sie hat es geerbt, die wohnt in Hamburg-Bremen irgendwo und sie wollte es auch einfach nur loswerden. Also sie hatte auch keine Lust mehr drauf. Ja. Und es war für sie ja, es war nicht mehr belastet. Also es war ja auch ein Reingewinn dann. Ja, ja, ja. Deswegen war es ihr wahrscheinlich auch egal und sie war nur froh, dass es los war. Okay. Über den Preis. Genau, dann seid ihr bei 550 Euro Quadratmeter Preis rumgekommen. Mhm. Wie konntet ihr euch mit Holle, könnt ihr in 30 Jahren nicht noch vermieten? Ich denke schon. Es ist ein kleiner Ort. 7000 Einwohner knapp. Und es ist halt direkt am Autobahndreieck. Und man kann innerhalb von einer halben Stunde in Braunschweig, Hildesheim, Hannover, in den Großstädten hier schnell sein. Und man hat die Ruhe und es ist günstiger. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die sich dafür interessieren würden. Absolut. Was plant ihr die nächsten 10 Jahre an Investitionen? Also wir haben die Instandhaltungsrücklage sehr hoch angesetzt für uns. Also der Cashflow bleibt auch komplett liegen, sage ich mal. Weil die Wasserleitung, wenn da 4 Schäden waren, die müssen gemacht werden, hat auch der Hausverwalter gesagt. Sonst ist alles soweit in Ordnung. Aber ich sag mal, wenn ein Mieter also wir können hier keine Mieterhöhung aussprechen, geben die Mieter auch nicht her. Wenn aber ein Mieter auszieht, dann würden wir die Wohnung komplett renovieren, würden dann auch alles neu machen. Elektrik, Böden und sowas alles und würden die dann normal gut vermieten. Hm? Okay. Und man kriegt hier, jetzt ist alles zwischen 3,80 Euro und 4 Euro vermietet. Und wenn wir das aber ordentlich schick zurecht machen, vielleicht auch eine Einbauküche reinsetzen, kriegen wir auf jeden Fall 6 Euro den Quadratmeter. Also kurzer Location-Wechsel. Wir stehen mittlerweile jetzt unterm Dach, weil es so geregnet hat. Aber ein Thema wollten wir noch besprechen, und zwar, wie ihr angekommen seid, dann an das Objekt. Das sind ja viele irgendwie
abgesprungen, weil es noch ein Problem mit der Teilungserklärung gab. Genau, es gab einige Interessenten, aber alle sind abgesprungen, weil dieses Haus hier mit dem Haus dort drüben zu einer WEG-Einheit gehört. Ne? Ja. Genau, das gehört zu einer WEG-Einheit und die vier Garagen gehören zu unserem Haus eigentlich dazu. Und das ergibt 500 zu 500 Anteilen. Okay. Und die da drüben sind alles Eigentumswohnungen, die auch einzeln verkauft sind. Und die Besitzerin hatte noch eine Wohnung und hatte dann, ohne es genau zu wissen, mit dieser Wohnung eine Garage verkauft. Ja. Und das bedeutet dann, dass quasi wir mit unserem Haus hier nur noch 490 zu 510 Miteigentumsanteilen haben. Das muss nicht zwingend ein Problem sein. Das kann aber zum Problem werden, wenn man sich mit den Leuten da drüben nicht versteht. In der Teilungserklärung sind zwar ein paar Sachen getrennt, zum Beispiel die Instandhaltung ist extra und auch bestimmte Sachen, aber das fängt ja schon zum Beispiel an, ich möchte die Fassade neu streichen und nicht in weiß, sondern in gelb, da hat einer was dagegen, stimmt dagegen. Und dann hat man das Problem, weil entweder lässt man es dann durch einen Anwalt Gericht klären, kostet Geld, oder man lässt es einfach bleiben. Genauso müssen wir ja zustimmen, wenn die da drüben irgendwas machen. Und wenn es jetzt baulich aufwendiger wird, zum Beispiel den Balkonanbau, brauchen wir 100% Zustimmung von allen. Und das ist natürlich eine Gefahr, die möchte man für so ein Haus nicht in Kauf nehmen. Und das war halt eben der Punkt, warum alle abgesprungen sind und sich das nicht so richtig dem annehmen wollen. Und wie geht ihr jetzt damit um? Ich habe mir einfach die Telefonnummer besorgt von der Dame, der die Garage gehört. Und habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, Mensch, können wir nicht irgendeine Lösung finden? Habe ihr das Problem erklärt, dass wir auch keine bösen Menschen sind, sondern dass es einfach nur die Gründe, die ich gerade gesagt habe, hat, dass es halt eben baulich so eine Schwierigkeit ist. Und habe ihr angeboten, wir kaufen ihr die Garage ab und sie kann es, bis sie irgendwann mal die Wohnung verkauft oder aussieht, kostenlos benutzen. Wollte sie nicht, weil sie sagt, wenn sie die Wohnung verkaufen möchte, ist der Mehrwert durch die Garage natürlich erheblich höher. Kann ich auch verstehen, deswegen habe ich gesagt, okay, finde ich nicht gut, akzeptiere ich aber natürlich, ist ja ihre Entscheidung. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, was ist denn, wenn sie uns ihr Stimmrecht dafür abtreten? Und hat gesagt, das ist doch kein Problem, das würde sie machen. Hat sie nochmal geklärt mit ihrem Freund, hat mich zurückgerufen, hat gesagt, okay, wir machen das so. Wusstest du einfach, dass man das kann? Ich meine, das wusste ich nicht. Das wusste ich, weil wir einen Notartermin hatten und eine Wohnung gekauft haben. Und da habe ich den Notar gefragt, wie würde es eigentlich aussehen, wenn? Habe mir da also den kostenlosen Rat quasi eingeholt. Und jetzt haben wir die Lösung erstmal so gefunden. Das macht es zwar ein bisschen schöner, aber auch immer nicht toll. Unser Ziel ist aber, und das haben wir mit dem Verwalter schon besprochen, dass wir bei der nächsten Eigentümerversammlung darum bitten, dass wir die Grundstücke trennen. Dass wir es in zwei Grundstücke abtrennen, die bekommen ein Wegerecht dafür, dass sie wieder raus können. Und wir erklären denen das auch, dass wir bei denen ins Haus nicht reinreden wollen und die bei uns ja nun auch nicht. Und wir werden als Argument anführen, dass wir dieses Haus natürlich als Ziel haben, dass wir das aufhübschen, renovieren, auch die Fassade anfassen. Das ist ja auch eine Wohnwerterhöhung, sag ich mal, auch für den Blick aus ihrem Haus. Und der Verwalter, der hat ein gutes Gefühl dafür, der hat gesagt, ja, er hat das schon mal ein bisschen vorab geklärt und die sind eigentlich ganz positiv gestellt. So dass das dann auch wahrscheinlich klappen wird. Es ist für beide Seiten auch das Beste, wenn es einfach getrennt ist. Dann stehen Kosten im Raum, die haben wir so geschätzt mit, ich glaube, 4.000 bis 5.000 Euro rundum. Und die werden wir dann natürlich übernehmen müssen, aber wir haben es mit einkalkuliert. Aus dem Cashflow wird sowas dann halt eben auch genommen. Und damit kriegen wir dann eine super Lösung, wo wir dann auch gut mitdenken können. Ja. Großartig. Probleme lösen. Dann klappt es auch mit dem Immobilien. Allerdings. Ja, zurück aus Holle. Also sensationell, 550 Euro Kaufpreis den Quadratmeter, das ist natürlich schon wirklich signifikant. Wir merken uns, weitere 1000 Euro Cashflow kommen obendrauf und eine sensationelle Mietrendite von über 9%. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt kommt gleich ein aktuelles Objekt noch, das wir aber nur so ein bisschen anteasern wollen und können, weil quasi noch mitten im Ankauf. Dann ist aber aus Versehen noch eine Wohnung irgendwie zwischendrin reingerutscht. Die wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Katharinenstraße, wie kam sie zu euch? Ja, mehr oder weniger ein Kontakt. Also ein Makler, der mit uns gute Erfahrungen gemacht hat. In den letzten Jahrzehnten seid ihr denn wieder Immobilienstand aufgebaut? Ja? Jahrzehnte aufgebaut, ja. Wir saßen hier kurz vor der Mittagspause. Kommt ein Anruf rein. Ja, ich sitze hier gerade mit zwei Verkäufern. Die wollen ihre Wohnung loswerden und ich denke, das passt perfekt in euer Portfolio. Und dann hat er gefragt, ob wir vorbeikommen können, 20 Minuten. Und es gibt ein Problem, was gelöst werden muss. Genau, ein Problem. Erzählen wir ja gleich von. Und er meinte, in 20 Minuten, wenn das geht. Und dann sind wir rübergedüst. Saßen dann mit denen zusammen. Genau, der Hintergrund war, dass es ein älteres Pärchen war, die ausziehen wollten, um zu dem Sohn zu ziehen.
wussten aber nicht, also dass die Wohnung ist auf dem Grundstück von dem Sohn und da ist gerade ein anderer älterer Herr eingezogen. Und sie wissen nicht, also der wohnt da drin und sie wissen nicht, wann er ausziehen wird und wann die Möglichkeit besteht, dass sie da rein können. Er ist etwas älter und möchte ins Altersheim ziehen, wann das aber vonstatten geht, ist ein bisschen, steht ein bisschen noch im Raum. Und deswegen hieß es, dass sie auf unbestimmte Zeit, aber spätestens bis zum Ende des Jahres raus sein wollen und so lange noch bei uns in der Wohnung bleiben möchten und einen Quadratmeterpreis von 6 Euro zahlen möchten. Und zur Miete dann genau, quasi. Zur Miete. Wo ist das Problem? Dass es nicht mehr als 6 sind. Aber bis Jahresende, ich meine. Ich weiß, das ist kein großes Problem. Deswegen aber der Makler auch genommen. Ja, nee, für die war es einfach entscheidend. Die wollten die Wohnung jetzt verkaufen. Das dauert ja auch seine Zeit. Ja. Und die wussten ja nicht, wann sie ausziehen. Ob in ein oder in fünf Monaten. Es kann auch sein, dass es im Februar ist. Das weiß keiner so richtig. Wann derjenige dort aussieht, sie müssen renovieren. Und sie wollten die Wohnung jetzt verkaufen, aber ja nicht ohne Dach dastehen. Und deswegen hat der Makler gesagt, ich kenne da welche, die das quasi als Kapitalanlage nehmen möchten. Und die sind da auch total zuverlässig, das können wir besprechen, alles gut. Okay. Und so saßen wir dann bei Kaffee da am Tisch. Und auf den Preis geeinigt? Ja, der Makler hat den vorgeschrieben, der Preis, also war jetzt nicht günstig, war aber nicht teuer, also war in Ordnung. Quadratmeterpreis? 1380. Ja. Hildesheim, ne? Genau. Auch hier in Hildesheim, ja. Okay, gut. Und was glaubt ihr, ist nachher die Zielrendite? Knapp 8%, ne? Ja, kommen wir drauf. Knapp 8%, wenn ihr es neu vermietet. Wenn wir es neu vermieten. Und dann Cashflow? 200 auch. Knapp über 200. Okay, müsst ihr irgendwas reinschärfen, vermutlich, oder? Wenn wir renovieren? Ein bisschen. Einmal durchstreichen komplett. Durchstreichen und einen Teppich rausreißen und einen neuen Boden rein. Aber ansonsten ist da echt nicht viel zu machen. Also irgendwie, keine Ahnung, 1000, 2000 Euro maximal investieren quasi. Ja, okay. Genau. Wunderbar. Also die kamen so zwischendrin, da ruft der Makler an und die war am selben Tag klar gemacht. Am selben Tag klar gemacht. Sensationell. Das ist übrigens der Basti, einer der Coaches, der den Sebastian gecoacht hat. Wenn du also auch gecoacht werden möchtest, bewirb dich jetzt und zwar unter www.immocation.de/masterclass. Wir haben begrenzte Plätze, es gibt genau 200. Am besten jetzt bewerben. Da haben wir unseren besten Zinssatz übrigens bekommen bei der Wohnung. Ja, ah, okay. Ich wollte es nicht glauben. Also wir haben das haben wir bei der Volksbank dann wieder angefragt. Das ist jetzt sehr aktuell vermutlich. Letzte Woche Montag beurkundet. Okay, ja. Genau, zum 1.11. Übernehmen wir die Wohnung. Die Zinsen sind ja nochmal wieder so ein bisschen runtergegangen, spürt man gerade. Ne? Aber sowas von, ja. Also wir haben wieder 3 Jahre Zinsbindung gewählt. Ja. Und 100% Finanzierung, das Haus hat einen Fahrstuhl und drittes Obergeschoss und das ist natürlich eine gute Kombi und also wir haben 100% finanziert und die haben 0,64% gemacht. Ja, sensationell. Also bei 1% wäre ich schon glücklich gewesen, aber die haben ja privat gekauft, in der GmbH wäre es teurer, weil die ja von der Bonität her erst neu ist, aber das ist schon ein super Zinssatz. Also daher kommt der Cashflow dann auch. Okay, steht also wieder beide 50-50 im Grundbuch. So, dann kommt jetzt euer neuestes und größtes Objekt. Ihr geht noch zum Notar oder war schon beim Notar? Wir waren eine halbe Stunde, bevor wir die Wohnung beurkundet haben. Beide da beim Notar. Genau, wir haben das gleich an einem Tag gemacht. Okay, so, das ist aber jetzt trotzdem noch im Übergang und deshalb werden wir nicht allzu konkret drüber sprechen, aber erzählt mal, was ihr erzählen könnt über dann eben ein 13-Parteien-Haus. Ja, also im Prinzip, also die Mieter wissen noch nicht Bescheid, dass das Haus verkauft wird und deswegen ist da etwas Sensibilität auch gefragt, weil Mieter denkt sich ja immer, um Gottes Willen, ich kriege einen neuen Eigentümer, was geht denn jetzt los? Aber im Endeffekt verändern wir ja nichts, also es ist ja, es bleibt ja weiterhin so, wie es ist, wir machen ja keinen Eigenbedarf. Das Problem ist, das Haus hat Erbpacht, das hat Gewerbeanteil. Wie lange läuft der Erbpachtvertrag? Der läuft zum Glück noch bis 2067. Ja. Okay. Ja. Genau. Okay. Und, also bis zu deinem Ruhestand. Ja. und es ist ein privater Erbbaugeber, also ein Landwirt, dem das gehörte. Okay. Also keine von denen, die immer so im Verruf geraten sind mit irgendwelchen Erhöhungen. Und deswegen habe ich das eigentlich auch immer wieder weggeklickt, weil ich Erbpacht gruselig finde. Gewerbeanteil auch mit drin. Meine Bedenken, wie sieht die Bank das überhaupt? Das ist ja bestimmt, gibt ganz große Abschläge, ob die das überhaupt finanzieren, weil das ja mit Abstand auch unser größtes Objekt wäre.
Und wieder wurde ich aber belehrt zu sagen, wenn man nicht fragt, kriegt man auch keine Antwort. Also habe ich das entsprechend aufbereitet, habe das, das Interessante war, über meine Tante, die hat mit der Eigentümerin in der Interessenvereinigung gesessen und darüber gesprochen und dadurch habe ich überhaupt von diesem Objekt erfahren und bin dann quasi hingefahren, habe es mir angeguckt und dann ist mir aufgefallen, ach, das ist das, was ich bei ImmoScout schon dreimal weggedrückt habe. Und dann haben wir es genau geprüft und das war auch ein Learning zu sagen, wenn es auf den ersten Blick auch nicht gut aussieht, prüf es ganz genau, weil manchmal sind Potenziale da, die entweder nicht gut dargestellt sind oder die man nicht erkannt hat. Und die waren halt eben da. Also die Gewerbeflächen zum Beispiel waren in der Quadratmeterzahl nicht angegeben, die standen nur unten im Text drin. Der Erbpachtvertrag ist gekoppelt an einen Verbraucherpreisindex, das heißt, der steigt ja dann mit diesem Index. Das heißt, ich habe auch eine überschaubare Steigerung bis 2068, wo das Ding dann abbezahlt ist. Das heißt, auch wenn sich der dann verdoppelt, dann reißt das nicht einen in den Ruin rein, auch wenn ich da schon 80 bin. Nein, 60. Über 60. Ja, wir haben es genau durchgeprüft. Dann war noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die auch nochmal ab, also ordentlich Cashflow bringt quasi für die nächsten 10 Jahre. Danach läuft der Vertrag aus. Naja, rundum haben wir das Ganze dann durchgerechnet und sind zu dem Entschluss gekommen, wir haben Interesse. Wir möchten das gerne haben. Und es fehlte uns nur an Eigenkapital dann, weil wir das ja bei den anderen Objekten alle schon reingebracht haben. Und auch wenn der Cashflow gut klingt, das sind ja auch Rücklagen, Instandhaltungsrücklagen, kann so schnell nicht aufgebaut werden. Also haben wir uns noch einen Kapitalgeber dazugeholt, der aber als atypischer stiller Gesellschafter, als Innengemeinschaft in unserer GmbH fungiert. Okay. Aber der gibt halt eben Geld, das wird verzinst. Und wenn wir das Objekt dann verkaufen irgendwann, partizipiert er von den Mehrerträgen. Also haben wir quasi einen Vertrag, haben wir das geregelt, dass er auch von dem Gewinn, den wir haben, einen Teil abkriegt. Also der hat... Der gibt euch, der hat festverzinslich aus seiner Sicht, der kriegt einfach einen festen Zinssatz. Keine Tilgung, nur Zinsen. Nur Zinsen? Mhm. Ah, okay. Und sein Geld ist gebunden, er kriegt permanent Zinsen. Das ist ein Kapital, was wir brauchen, genau, richtig. Und er kriegt am Ende, wenn ihr einen Verkaufsgewinn realisiert, dann kriegt er was. Aber zwischendrin irgendwie, wenn der Cashflow steigt, hat er nichts von, weil er hat da seinen festen Zinssatz. Richtig, genau. Also das... Der Vertrag ist etwas komplizierter, den machen wir jetzt ja auch erst noch, weil es da gerade entsteht. Zusage haben wir, das ist ein Freund von uns beiden, also auch alles gut. Und das machen wir dann so, dass es eine faire Lösung ist, weil im Endeffekt haben wir beide ja die Arbeit. Er partizipiert davon, bringt das Geld, sonst könnten wir das gar nicht kaufen quasi. Aber so funktioniert es dann halt eben für uns drei alles gut. Genau, und der Cashflow aus seiner Sicht halt auch, kriegt er einen guten Zinssatz, den er so woanders natürlich nicht bekommt. Sein Risiko ist aber, wenn ihr es vergeigt, ist sein Geld weg. Genau, da wir da ja aber von Haus aus bei 7% liegen und die Mieten auch bei 5,50 Euro, 5,60 Euro sind, Neuvermietung dort ist 8 Euro und wir sprechen dann ja auch, haben wir mit den Eigentümern abgeklärt, eine Mieterhöhung aus. Ein paar lassen wir aus, weil die halt eben sehr knapp beim Geld sind, aber das haben wir abgesprochen, das ist auch in Ordnung. Aber wir liegen dann bei 7,7 oder 7,8% brutto dann, glaube ich. Mieterrendite. Ja, da ist der Erbpachtzins schon abgezogen. Okay. Ich betrüge mich ja nicht selbst. Ja. Sehr gut. Finde ich großartig, wie du immer die Mietrendite so rechnest, wie du sagst, das ist meine echte Mietrendite. Scheißegal, was die Definition ist, das ist meine echte, finde ich ein super Ansatz. Okay, was war da jetzt der Quadratmeterkaufpreis? 1.100 oder so, glaube ich, ne? Ungefähr, ja. Okay. Ja, doch, 1.100, ja. Und bei dem Cashflow erwartet ihr? Also aktuell sind es 873 plus, wovon wir dann aber kalkuliert haben 500 als Instandhaltungsrücklage, das heißt bei 300 noch was. Und wir wollen da eigentlich dann auch eine Verwaltung draufsetzen, weil das ist schon eine Menge Arbeit, dann die man so im normalen Alltag... Das ist so die Grenze, wo es dann so schwierig wird und wir haben einen super Verwalter, der das Objekt in Holle schon vorher verwaltet hat, den wir gerne übernehmen, weil der da super, super unterwegs ist und der soll die Verwaltung übernehmen. Der kostet so ungefähr 300 Euro, das heißt, wir sind dann ungefähr bei 0 Euro, aber wir machen dann noch eine Mietsteigerung. Das heißt, da haben wir dann so 200, 250 Euro plus und dazu kommt immer noch die PV-Anlage mit knapp 700 Euro plus im Monat. Ja, sensationell. Okay, irgendwas, was ihr dort reinstecken müsst noch? Vorerst nicht. Also
wenn die Gaststätte unten rausgeht, dann mal gucken. Ne? Wir haben da viele. Ich wollte gerade fragen, Gewerbe ist eine Gaststätte? Ja? Eine Gaststätte, ja. So drei. Die schon lange drin ist. Okay. Und wie lange laufen da die Verträge? Also die 5-Jahres-Option Verlängerung. Ja. Der Vertrag ist uralt und hat immer 5 Jahre Verlängerungsoptionen drin. Und das eine ist so ein kleines Studio und das andere eine Gesundheitspraxis. Ja. Und genau, die sind aber auch alle, also vor 10 Jahren wurde das Haus von den Eigentümern komplett Fassade neu gemacht, Stränge neu gemacht, Balkone saniert und auch alle Mietverträge überprüft, eine Erhöhung gemacht nach den Modernisierungen, auch mit den Gewerbeeinheiten gesprochen worden und deswegen ist das Haus sehr gut in Schuss und auch die Verträge sind so eigentlich gut am Laufen. Ja. Also ich bin zutiefst beeindruckt. Wir reden über 38 Einheiten in diesen knappen 12 Monaten. Ihr beide macht fulltime einen normalen Job, der nichts mit Immobilien zu tun hat. Du eben dualer Student, du hast dein Unternehmen. Das ist alles nebenbei passiert in den letzten 12 Monaten. Was erzählt ihr mir, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen? Man soll sich ja immer Ziele setzen, ne? Und bitte. Es soll so weitergehen. Was haben wir denn für Ziele? Ich glaube, wir halten uns das recht offen, ne? Wenn was Gutes kommt, dann schlagen wir zu. Genau. Also wir legen es jetzt nicht drauf an, wir müssen jetzt noch 5 Einheiten kaufen, weil dann ist man schneller dabei, sich was zu kaufen, was nicht so passt. Gut ist oder nicht so kalkulatorisch gut ist. Aber wenn sich was ergibt, dann machen wir's, und wir genügend Cashflow wieder aufgebaut haben, um die Nebenkosten zu finanzieren, dann greifen wir auch zu. Arbeitest du bis 65 als noch selbstständig oder hast du vor, von den Mieteinnahmen das in absehbare Zeit zu leben? Das Schöne ist ja, wenn ich jetzt 10 Jahre in die Zukunft gucke und verkaufe dann einige der Wohnungen oder habe vielleicht eine höhere Miete oder ich ändere die Bankraten, habe einen höheren Cashflow. Ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber, aber ich habe dann die Freiheit, das zu machen, was ich möchte. Hm. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich habe nicht das Ziel zu sagen, mit 60 möchte ich jetzt den Kugelschreiber fallen lassen, weil meine Arbeit macht mir Spaß. Ich gehe gerne mit Menschen um in meinem Betrieb. Ich gehe auch gerne mit Mietern um. Ich fahre auch hin, höre mir das an, gucke das an und bespreche das auch mit den Handwerkern. Und ich kann mir aber einfach, ich habe die Freiheit, dann hoffentlich, jetzt habe ich sie noch nicht, zu sagen, ich möchte das machen oder ich möchte es nicht machen. Das ist für mich die Freiheit, die ich haben möchte. Die ist aber nicht gebunden an ein Alter, sondern in dem Moment, wie es dann halt eben ist. Wenn das kein schönes Schlusswort ist, vielen herzlichen Dank euch zwei. Gerne. Sehr gerne. Nochmal kurz zur Erinnerung, die Immocation Masterclass, das ist unser 180-Tage-Ausbildungsprogramm, wenn du den Vermögensaufbau mit Immobilien wirklich erfolgreich umsetzen möchtest. Es gibt genau 200 Plätze für die Masterclass 2020. Wenn du dabei sein möchtest, die Bewerbungsphase ist jetzt für kurze Zeit geöffnet. Klick einfach hier unter dem Video und du gelangst zur Bewerbungsseite.